What up, mein Name ist Flash und in diesem Video gibt es 10 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Wir haben auch heute wieder richtig krasse Sachen dabei, wo ich gerade mal vielleicht 2 Sachen wusste. Dementsprechend schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie viele Sachen von den 10 Dingen, die ich euch vorstellen werde, wusstet ihr schon? Würde mich richtig interessieren. Für einen weiteren Teil einfach gerne ein Abo da lassen, ist nur ein Klick für euch und für mich ein riesiger Schritt und eine sehr große Unterstützung. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes für ein Video machen soll. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal direkt an, oder? Ich denke mal, jeder von euch hat schon mal irgendwie einen Freund geprankt oder so, indem er einfach einen TNT angezündet hat. TNTs haben sie einfach an sich zu explodieren und einige Blöcke zu droppen. Und nicht nur das, sondern natürlich auch andere Sachen, indem man zum Beispiel, wenn man jetzt zum Beispiel Kisten gesprengt hat oder jemand Loot verloren hat und wir dann ein TNT zünden, dann werden wir ganz klar sehen, dass all diese Items, die in der Range von dem TNT sind, komplett verschwinden werden, weil die explodieren werden. Das heißt, jetzt sind alle Items, die ich eben fallen gelassen habe, sofort verschwunden. Doch es gibt ein Item, was einfach mal dagegen nichts macht. Und dieses Item stammt tatsächlich von einem Mob, was wirklich das King of Explosion ist. Also jetzt nicht unbedingt ein Creeper, sondern noch viel krasser und zwar von dem Wither. Denn ihr wisst, denke ich mal, wenn man einen Wither tötet, bekommt man das hier. Ein Nether Star. Das Ganze benötigen wir, um zum Beispiel ein Beacon zu bauen, was ja auch sehr, sehr wichtig ist in Minecraft. Und es ist egal, ob ich jetzt einen Wither Star mehrmals aufhebe oder direkt gedroppt bekomme. Auffallend ist, dass tatsächlich nicht nur das Ganze einen scheinenden Effekt hat, wie man hier sehen kann, wenn ich das Ganze wieder loslasse, ist es ein bisschen dunkler, sondern wenn ich jetzt ein TNT zünde und das Ganze hochjage, dann werdet ihr sehen, dass nur dieses Item auf jeden Fall das Ganze widerstehen kann und nicht despawnen wird. Und da habe ich das Ding wieder. Wir probieren es einfach mal nochmal, einfach TNT daneben platzieren und wieder hochspringen lassen und wir werden sehen, dass dieses Item weiterhin dort beständig bleiben wird. Es explodiert weg, wird zur Seite geschossen und wir können es einfach wieder aufnehmen. Das heißt also, es reagiert schon auf die Explosion und wird weggeschleudert, trotzdem ist es unzerstörbar mit Hilfe von TNT. Wenn wir das Ganze allerdings mit Lava machen, werden wir sehen, okay, dass das Ganze nicht mehr so unzerstörbar ist und wir dann trotzdem diesen Netherstar nicht mehr aufheben können. Für die nächste Sache müssen wir aber mal unter die Erde gehen, denn ich denke, jeder von euch hat mal mitbekommen, dass man auch unter der Erde Dungeons finden kann. Deswegen werden wir jetzt einfach mal einen Dungeon suchen. Ich rede davon, dass wir so ein kleines Viereck finden können, wo wir dann irgendeinen Spawner zum Beispiel drin haben. So, hier haben wir zum Beispiel jetzt einen gefunden, also genau diese Struktur meine ich. Und das ist jetzt nicht nur eine der wenigen Strukturen, die man nicht mit Hilfe von einem Befehl aufsuchen kann, sondern tatsächlich hat diese Kiste eine Wahrscheinlichkeit, etwas zu finden, was man sonst nirgendwo sonst gedroppt finden kann. Und zwar rede ich davon, okay, wir haben es leider nicht drin, dass man einfach Coco Bones finden kann. Ich weiß es jetzt, oder Coco Beans, sorry. Ich weiß es jetzt nicht spektakulär, aber das ist der einzige Weg, an diese zu kommen, ohne sie im Dschungel abbauen zu können. Also wusste ich definitiv nicht, sehr, sehr interessant. Machen wir weiter. Wenn wir jetzt an Beleuchtungseinrichtungen von Minecraft denken, würde man so an die klassischen Sachen denken. Zum Beispiel eine Fackel, ganz normal, schon ewig drin in Minecraft. Vielleicht auch eine Endrod würde einem auch noch einfallen. Genauso wie eine Laterne, die ein bisschen weiter erleuchtet. Ein Lagerfeuer leuchtet auch noch mal ein wenig. Und dann sowas wie Shroomlights oder Glowstone halt einfach. Also die Klassiker eigentlich. Aber wusstet ihr, dass es ein Item gibt, was man sich nur mit einem Command bestellen konnte oder beziehungsweise sich mit einem Command geben konnte, was man so noch nie gesehen hat, und zwar sind es Glühbirnen. Und ihr seht, das ist kein Mod oder sonst was. Dafür habe ich zum Beispiel einfach diesen Command hier eingegeben. Könnt ihr euch kopieren oder whatever. Und ihr könnt hier tatsächlich auch das Lichtlevel anpassen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel 15 nehme, bekomme ich, so, das ist jetzt hier der falsche Name, das heißt also, ihr müsst hier vorne, wo das blau ist, einfach euren Namen eintragen und ihr seht, ich bekomme jetzt hellere Glühbirnen. Wir können das Ganze auch auf das Dunkelste machen. Es geht von 1 bis 15, das heißt, hier habe ich zum Beispiel ganz, ganz lowe Lightbulbs, was wirklich fast gar keinen Unterschied macht. Dann habe ich hier 7, ihr seht, es ist schon ein etwas größerer Unterschied und dann ganz doll hell, also das Maximum mit der Stufe 15. Und sie verschwinden genauso wie Barrier Blocks und wenn ihr das passende Item rausnehmt, seht ihr wieder ganz genau, was ist. Und tatsächlich könnt ihr auch hier durchhauen, als wäre dieses Item nie da gewesen. Also wirklich sehr, sehr interessant. Guckt euch das mal an. Eine weitere Sache, die wirklich richtig interessant ist und was ich niemals gedacht hätte, ist tatsächlich folgendes. Und zwar, wenn wir jetzt einfach Schienen nehmen, ganz normale Schienen, dann wissen wir ja, dass wir damit auch Kurven bauen können, die sich automatisch zusammensetzen. Wir können also ein Minecart nehmen, das platzieren, anschieben und es fährt dann unsere vorgegebene Strecke entlang. Wenn wir jetzt allerdings ein Boot genau hier rauf platzieren, genau an die Ecke von dieser Strecke und dann ein Minecart schieben, dann wird dieses Boot oder dieses Minecart von dem Boot aufgenommen. Und zwar wirklich aufgenommen. Ihr seht, ich sitze einfach in beiden Sachen drin. Also das ist wirklich schon sehr, sehr interessant. Wir können es nochmal zeigen. Wir können jetzt hier ein Boot platzieren. Es muss wirklich immer in der Ecke sein und dann wird das
Boot das Minecart aufnehmen. Und dann sieht das Ganze so aus. Also ziemlich, ziemlich komisch. Das Ganze funktioniert auch auf einer geraden Strecke. Vorher hat es nur an diesen Ecken funktioniert. Ich habe eben probiert. Das Ganze funktioniert mittlerweile auch in einer geraden Strecke. Allerdings nur dann, wenn wirklich das Minecart auch schnell genug ist. Es darf also nicht so ganz entspannt rollen, weil dann sieht das Ganze nicht so gut aus. Wir gucken mal, wenn wir das ganz langsam rollen. Ihr wisst, okay, dann gehen die nur gegeneinander und wir können nichts mehr tun. Es muss schon mit einer Geschwindigkeit darauf fallen. Falls ihr genauso ein Dekomensch seid wie zum Beispiel ich und wirklich viel Zeit auch darin investiert, irgendwie eure Welt zu dekorieren, dann sollte euch gerade bei den Pflanzen schon mal etwas aufgefallen sein. Wenn wir jetzt irgendwelche Blumen nehmen, dann sehen wir, okay, wir können die platzieren, wie wir wollen. Sie ändern vielleicht ihre Richtung und sind nicht immer optimal in der Mitte des Blocks, okay? Egal, welche wir platzieren, und sie drehen sich immer in dieselbe Richtung. Heißt, sie gucken immer gleich. Allerdings, wenn wir jetzt Sonnenblumen nehmen, also diese Dinger hier, dann sehen wir, auch diese werden immer in eine Richtung gucken. Allerdings wird das nicht immer gleich sein. Denn wenn wir jetzt zum Beispiel einfach mal die Zeit ändern und einfach mal, keine Ahnung, ein bisschen verändern, dann sehen wir, dass sich gleich, wenn wir jetzt etwas platzieren, immer in eine ganz bestimmte Richtung gucken. Und zwar, so wie es tatsächlich auch in Wirklichkeit ist, drehen sich nämlich diese Sonnenblumen immer in die Richtung von der Sonne. Das heißt, egal wie rum ihr die platzieren wollt, sie werden sich immer in dieselbe Richtung drehen und immer zur Sonne zeigen. Definitiv was Interessantes. Ich denke mal, einige von euch haben schon öfter mal gesehen, dass man in der weiten Welt von Minecraft auch mal einen Lavasee finden kann. Nichts krass Spektakuläres, muss ich sagen. Damit meine ich ganz genau diese hier. Und diese hier und diese hier. Überall sind Lavaseen. Ich habe jetzt einfach mal eine Flat World genommen, wo nur das Plains-Biom generiert wird. Das heißt also, Lavaseen ist jetzt nicht so etwas Besonderes, gerade wenn man in so einem Biom läuft. Aber wenn ich euch jetzt fragen würde, gibt es noch diese ganz normalen Wassertümpel, diese Wasserflüsse, die genauso aussehen wie diese Lavaseen? In Minecraft würdet ihr, denke ich mal, alle mit Ja beantworten. Doch das ist falsch. Denn tatsächlich hat Minecraft diese Art von Minecraft-Seen komplett rausgenommen. Das ist genau der Grund, warum wir hier nur Lavaseen finden werden und kein bisschen einen Wassersee genau in dieser Größe oder ähnlicher Größe hier finden werden. Und ich muss euch ehrlich sagen, mir ist das nie aufgefallen. Also hätte ich das jetzt nicht gelesen, wäre es mir nie in Sinn gekommen zu sagen, dass diese entfernt worden sind. Lavaseen habe ich wirklich des Öfteren gesehen, gerade auch für Speedruns sehr wichtig. Aber ich sehe hier weit und breit keinen und jetzt, wo ich darauf aufmerksam geworden bin, definitiv, ich habe lange keinen gesehen. Kommen wir mal zu einer etwas kleineren Sache. Und zwar geht es nämlich um diese Dinger hier, und zwar die ganz normalen Kessel. Es gibt mit der 1.19 auf jeden Fall jetzt viele Wege, wie wir diese befüllen können, wie zum Beispiel einfach mit Schnee, mit Lava und mit Wasser. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, das Ganze befüllen zu können. Und natürlich einen leeren Cauldron. An sich nicht wirklich was, was ich jetzt toll benutze. Kann man vielleicht für Deko-Sachen verwenden, aber ansonsten benutze ich das gar nicht. Doch wusstet ihr, dass sie jetzt mit diesem Update auch definitiv die Partikel sich ändern, wenn ihr das Ganze abbaut? Ich meine, wenn wir uns das Ganze mal angucken, ich nehme mal eine bessere Spitzhacke, ist glaube ich ein bisschen besser. Und wir gehen mal in Survival und wir bauen einfach einen normalen Cauldron ab, dann sehen wir, okay, wir haben ganz normale grauen Partikel. Wenn wir jetzt das Ganze mit Schnee abbauen, sehen wir haben immer noch graue Partikel, auch wenn diese vielleicht ein bisschen heller waren. Hier bei Lava genau dasselbe, doch eine Sache sticht heraus, wenn wir jetzt Wasser abbauen, sehen wir, dass wir blaue Partikel haben. Warum auch immer das genau da verändert worden ist und bei allen anderen Cauldrons nicht, keine Ahnung. Falls ihr das wirklich wusstet, Respekt, schreibt es mal rein, würde mich interessieren, ob das einer von euch wusste. Ich denke mal, einige von euch haben schon mal ausprobiert, sich selber abzuschießen. Egal, ob wir das Ganze jetzt von hier ganz unten machen oder den Pfeil ein bisschen weiter nach oben schießen und dann versuchen, den wirklich genau ins Gesicht zu bekommen, dann werden wir schnell sehen, okay, es funktioniert und wir können uns wirklich Schaden zufügen. Je stärker der Bogen, desto höher der Schaden. Wenn wir uns allerdings jetzt auch in Creative setzen, und by the way, die Pfeile stecken auch wirklich dann, und wir dann uns ein wenig in die Fresse schießen, indem wir hier einfach nach oben schießen und diese aufsammeln, dann sehen wir, dass die Pfeile bei mir im Gesicht glitschen. Und sie werden nicht wirklich fallen oder zum Beispiel aufgehoben und sie bleiben einfach bei mir dran und glitschen die ganze Zeit rum. Das heißt also definitiv etwas, was Minecraft vielleicht fixen sollte, weil das anzusehen ist wirklich sehr, sehr nervig. Ja Leute, das waren kurz und knackig meine 10 Dinge in Minecraft, die du noch nicht wusstest. Wir haben noch so krasse Sachen vorbereitet, also für mehr von solchen Videos einfach gerne ein Abo da lassen. Ist nur ein Klick für euch und für mich eine große Unterstützung. Schreibt in die Kommentare, wie viel von den 10 Dingen ihr wusstet. Ich wusste gerade mal 2 Sachen. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes für ein Video machen soll. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.